Alter, wo ist hier so ein Fuck-Generator? Ohne Witz, die scheiß Hubschrauber, die nerven mal überhaupt nicht, ne? Dass die gefühlt alle 2 Sekunden da sind. Und dann schießt's mal wieder eine. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Hier mal gucken. Ne, hier ist halt auch nichts. Generator, ja komm halt. Hier ist halt nirgendwo was. Ja, so ungefähr. Also ich bin hier unten jetzt dreimal alles abgelaufen. Hier gibt's keinen Generator. So blind bin nicht mal ich. Ja. Guck mal, wir bleiben jetzt mal hier stehen. Das ist überdacht. Da kann nichts einschlagen, ne? Ach, jetzt auf einmal. Okay, die sind sehr stabil. So habe ich denn die schon wieder. Alter, really? Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Generator sein soll, aber hier ist er nicht. Also er kann nur da oben sein. Hier wird er auch keiner sein. Oder da drüben, nein. Bam! Hier.
nix. Alter, das kannst du nicht sein. Wo ist denn der verfickte Generator? Ah, das war er wohl nicht. Normalerweise sind solche Generatoren ja so grünlich. Das war der verkehrte. Okay. Ah, hier ist auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll, ohne Witz. Aber ich erinnere mich, hier ist das Teil, wo war. Verdammt. Wo wir hoch sind am Anfang. So. Hat von euch zufällig jemand eingesehen? Einer soll hier unten sein und der andere da drüben. Gucken wir mal bei dem da drüben. Ich muss. Kann ja nicht sein. Irgendwo muss ja hier was sein. Hier irgendwo? Nein. Und zerstört auch einfach alles. Ja, es ist nichts zum Zerstören. Hier. Dann mal los. Mal los, was denn? Ich finde hier gar nichts, was irgendwie wie ein Generator ist. Alter, verpiss dich doch, Mann! Wo ist denn der Sack? Da oben. Ah, komm runter. Oh oh. Tschüss. So. Kann ich weiter Generator suchen. Alter, fick doch, oder? Ich muss. Hab einen. Wow, Alter. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt, verstanden. Ich werde nach eigenem Ermessen. Alter. Noch ein Generator übrig. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Aufruf. Oh Mann, okay. Wo war es noch zu dem? Man musste eine Konsole finden, Alter.
So, wo ist hier jetzt noch so eine Konsole? Die ist immer noch da hinten. Da kommst du mittlerweile auch nicht mehr durch. Oh, Alter. Ja, wie ich halt jedes Mal, ne? Ich muss. Da ist er ja. Verdammt. Cäsar, sind die Türen offen? Ja, sieht so aus. Und ich habe den Kern geortet. Also los, rein mit dir. Ja, sag das mal. Das ist einfach gesagt, das getan hier. Du kriegst ja nicht alle 5 Sekunden eine gewischt. So, nur aber ja. Mann, war das eine schwere Geburt, hä? Ich kann das Ozon riechen. Ja, ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Ja, müssen wir. Ich bin drin. Sehr gut. Folge einfach den Korridoren. Am Ende müsste ein Aufzug sein. Der Blizzard-Kern ist tief unter dem Berg begraben. Weiter komme ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg, Rico. Der Aufzug ist im nächsten Raum. Du musst irgendwie da durchkommen. Jede Tür hat auch eine Türklinke, Cäsar. Ah, stimmt. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Oh, erstmal Deckung. So. Ja. Alter. Da keine Munition mehr, ey. So, dahin, da muss ich. Alter. Dankeschön. Oh, da schießt denn da schon wieder. Alter, wie ist halt total überbelichtet ist hier. Wo ist er? Da steht er. So, hier Konsole. Die Konsole vielleicht? Kein weiterer Kontakt. Deaktiviere den linken Schließmechanismus. So, links. Der Schließmechanismus rechts ist offen. So, wo ist denn? Ich glaube, den müssen wir nicht mitnehmen, ne? Befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Alter, wie kann man das hier nur so hell machen? Feuer nach eigenem Ermessen. Ich sehe hier genauso viel wie ihr, ne? Wahrscheinlich sogar noch weniger. Alter, wie viel hat denn der? So, nur aber hier. Na, komm schon. Poppy sieht auch nichts. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Ich bin im Aufzug und fahre runter. Wow. Was ist los? Du wirfst gleich einen Blick hinter den Vorhang. Ich wünschte, ich wäre mit dir da drin.
Zieh dich zurück, Cäsar. Ich komme jetzt schon alleine klar. Draußen dunkel, drinnen hell. Die Entwickler konnten sich echt nicht entscheiden zwischen Lichtaspekten, ja. So, wir müssen da vor. Mira, ich habe den Blizzard-Kern gefunden. Sehr gut. Bevor du das Virus aufspielst, musst du die vier Stabilisatoren an der Ummantelung des Kerns ausschalten. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Panzerfaust oder SW-7? Bleib erstmal bei meinem. Hä? Alle drei da drüben. Bist du mich veräppelt oder was? Alter, ist das laut. Also trotzdem scheiß laut. Das war's. Spiel jetzt das Virus bei der Zentralsteuerung auf. Wo ist die? Ohne Stabilisatoren wird der Kern in Sekundenschnelle explodieren. Sobald das Virus also aufgespielt ist, da oben. Oh, das dürfen wir nicht machen. Da hat er Rumse macht. Ist er jetzt sauer? Die Armee des Chaos rückt vor, aber wir werden nicht rechtzeitig da sein, um den Start zu verhindern. Wenn ich die Energieversorgung des Kerns unterbreche, wird das den Start aufhalten? Es ist einen Versuch wert. Gib's ihnen, Rico. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Betritt Iyapa? Ja, wo denn? Da drüben. Drin. Mira, wonach suche ich? Es gibt Turbinen, die Energie vom Aufbau in den Kern leiten. Leg sie frei und zerstöre sie.
So, suche über Turbinen. Er sitzt fest! Tötet ihn! Tötet ihn! Was? Ich sitze fest? Da doch nicht. Die alle hier, also hier zu schnell und dunkel, das ist echt abartig, ne? Alter, was ist denn da drüben los, sag mal? Zwei sind erledigt. Ab in den nächsten Stock, Rico. Nur noch eine Turbine. Schieße! Immer weiter! Ich bin da weglaufen. Wow. Wie will ich denn da ohne Mund überhaupt was machen? Ich hab gar keine Waffe mehr, wow. Nerv mich doch nicht, du Scheißding, Alter. Verpiss dich! Oh.
Verpiss dich! Cool. Mal wieder. Hab ich dich. Hey. Hey, bleib mal da. Boah, Mann, ey. Okay, aber ihn hat's weggebombt. Alter, was schießt da? Wo ist das Ding? Ach, da oben. Ich hab nur einen. Scheiße! Findet den Schützen! Wow, was ging da ab? Wird aber auch Zeit, dass das Ding explodiert. Die letzte Turbine ist erledigt. Der Sturmkern geht nirgendwo hin. Alter, Zeit, Oscar Espinosa einen Besuch abzustatten. Scheiße, ja! Los, hol ihn dir! Alter. Was? Da runter muss ich. Alter! Verarsch mich halt! Alter, geh doch da hoch, Mensch! Boah, der Typ manchmal, ne? Geht doch. Ich gehe rein. Espinosa, geben Sie mir alles, was Sie haben, Sie verdammter Hurensohn! Rico Rodriguez, haben Sie denn einen Termin vereinbart? Alter, hält der was aus, ey. Haben Sie nicht noch was Größeres? Einen Augenblick, mal sehen, was ich so finde. Jetzt habe ich dich. Es bin mein... Alter! Was zum... Verpiss dich! Wenn der halt nicht immer für den Nahkampf eine Stunde brauchen würde, ne? Verpiss dich! Hast du mich verletzt? Alter! Wie viele Leben wollen Sie noch sinnlos opfern? Große Worte für einen Mann, der einen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen hat, sodass Bruder gegen Schwester kämpft. Kann Sie denn nichts aufhalten, Senor Rodriguez? Finden wir es heraus.
keine Waffe mehr. So, wo müssen wir denn nur hin? Alter, das war der Vergehrte. Alter! Oh Mann! Ah, jetzt haben wir's. Du hast doch nichts dagegen, oder? Ihnen gehen die Handlanger wohl nie aus, was? Ich habe noch mehr als genug dieser Handlanger. Sich aussichtslos anzufühlen? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Da rein. Bam, was soll denn das? Geschichte eines Skorpions. Trophäe erhalten. Guten Tag, Senor Rodriguez. Einen Moment. Ich muss das hier noch rausschicken. Ah, fertig. Nun haben Sie meine Aufmerksamkeit. Ich konnte leider nicht persönlich da sein. Ich habe ein Meeting mit Ihren alten Freunden von der Agency. Die Agency, mit der Sie meinen Vater ermordet haben. Ach, so ein Jammer. Ihr Vater und seine brillante Arbeit haben die Grundlage für Projekt IAPA geschaffen. Was Sie betrifft, der Vormarsch Ihrer Armee hat meinen Forschern Feuer unterm Hintern gemacht. Rico Rodriguez. Immer im Dienst der Agency, ob bewusst oder unbewusst. Kriege ich auch einen Scheck? Hören Sie, ich werde gleich mein Ziel erreichen und muss jetzt leider Schluss machen. Ich werde Sie finden. Nein, werden Sie nicht. In wenigen Momenten spürt alles und jeder auf diesem Berg den mächtigen Zorn des Donnergottes. Wenn ihr alle tot seid, übergebe ich den Sturmkern an die Agency und zähle die Scheine. Sie freuen sich schon sehr auf die Lieferung ihres neuen Spielzeugs. Ihr Spielzeug geht nirgendwo hin, Espinosa. Der Kern war schon fertig aufgeladen, kurz bevor der Strom abgeschaltet wurde. Er startet in diesem Augenblick. Grüßen Sie Ihren Vater von mir, Rico. Runter. Rico, der Kern startet. Er wird jeden auf diesem Berg umbringen. Menü. Ich verbinde dich mit der Flugsteuerung, Mira. Schnell! Ist gesperrt. Wir können den Sturm nicht stoppen. Wie lautet Ihr Plan, Rodriguez? Gabriella? Ich bin offen für Vorschläge. Moment. Wir sind drin. Hab die Firewall ausgeschaltet. Ich werde doch nicht für den Stolz dieses Mannes meine Soldaten opfern. Aber können wir den Sturm stoppen? Nur Espinosa kann das tun. Gebt Rodriguez die Flugsteuerung, dann kann er den Sturmkern aufs Meer lenken. Ich habe eine bessere Idee.
finde sie, Oscar. Rodriguez, Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Hat mein Vater Ihnen das Motto der Rodriguez-Familie verraten? Über sowas haben wir uns nie unterhalten. Verarsch niemals einen Skorpion, sonst könnte es passieren, dass er sticht. Warten Sie. Warten Sie, wir können uns reinigen! Tschüss, du Saftsack. Ja, dann ist ja da wohl Geschichte. Daher hat also auch Scorpion ihren Namen, wer weiß, Firefly. Ich meine, siehst du, warum ich dachte, es wären Aliens? Das war doch ein UFO, oder nicht? Du hättest sehen sollen, was da noch so alles war. Warte, was? Oh, sag's mir! Izzy, komm mal her. Das musst du probieren. Hey, ich bin Vegetarierin. Aber das ist amerikanisches Barbecue. Oh nein, nein, das ist kein amerikanisches Barbecue. Das ist Grillen. Nun, ein echtes Barbecue kommt aus dem Herzen von Texas. Genau wie ich. Na, guckt ihr euch mal an. Verarsch niemals einen Skorpion? Vorhin hat Espinosa was gesagt. Mein Vater und ich waren immer nur Figuren in einem Spiel. Bewusst oder unbewusst. Glaubst du, das ist wahr? Es ist wahr, aber nicht in Solis. Also definitiv nicht in Solis. Die Zerstörung von Iapa wird teuer für die Agency werden. Alle Spuren führen zurück zur Agency. Das ist richtig. Kümmern wir uns um sie. Kümmern wir uns um die Agency. Verdammter Mistkerl. Okay. Bin dabei. Ich bin auch dabei, Rico. Wir sind dabei. Wir haben eine Armee. Nicht schlecht für den Anfang. Kommt, wir erzählen es den anderen morgen. Wow. Das ist ja tatsächlich nicht schlecht, oder? In 2 Tagen 2 Spiele durchgespielt. Tja, dann erzählen wir es, kümmern wir uns um die Agency. Hä? Hey, du. Ja, mein Kader ist im Übrigen verschmust. Ja gut, also... Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Abwechslung in den Stories gewünscht und in einzelnen Mechaniken. Ansonsten ein schönes Spiel. Und ich werde privat dann noch das andere Zeug alles machen. Irgendwann mal, wenn ich dazu komme. Hey, du genießt hier, hä? Du genießt hier, hä? Ja. Und wäre es möglich, dass Just Cause 5 der Gegner die Agency ist? Lässt ja so ein bisschen drauf vermuten, oder? Was denkt ihr so? Wie hat's euch gefallen? Also ich fand es im Großen und Ganzen, fand ich es ein schönes Spiel.
bisschen Gefluche hin und her. Das gehört dazu. Vor allem am Ende waren die Kontraste schon sehr hart, ne? Also entweder scheiße dunkel oder total überbelichtet. Wow. Ja, ist es auch, aber an dem Licht hätten die was machen können, ja. Ich denke sogar, aber tatsächlich, das war so gewollt. Weil, halt nochmal zusätzlich schwerer machen, ne. Mein gut, die Herausforderung hier ist halt jetzt, ne, Controller. Am PC ist es, rennst du da durch und zack, zack, zack. Ja. Aber es war schon, ja, nicht so drastisch, genau, wie Firefly sagt. Also es war schon Tacken zu heftig, ja, also für meinen Geschmack. Und ja. Jetzt sind wir doch nicht mehr Schiffchen gefahren im Berg runter, ey. Ja, bam, bam, was denn los mit dir, ey? Hey, du, na komm, geh mal ab da, ja. So. Ja. Hast den Monitor stehen? Oder Schmusebär du, hä? Hey du. Wie er gerade alles anschmust, ey. Hey du, was ist denn los mit dir? Ja genau, lisch dich auf die ganzen Kabel drauf, du. Und lass den Monitor in Ruhe, wie gesagt. Und kipp nur wieder runter. Ja. Habe ich wieder das Wochenende insgesamt 2 Spiele von der Liste getilgt. Bam, bam. Was ist los? Ist eigentlich bewusst, dass ich da von oben bis unten voller Katzenhaare bin, ne? Ja. So, was spielen wir als nächstes? Mach aber langsam, sonst ist dein Pile of Shame schneller durch, als du denkst. Ne, ich habe da tatsächlich noch einiges auf der Liste, weiß ich gar nicht. Ich habe die Liste gerade gar nicht auf, ne? Notepad++. Ich laber jetzt einfach mal weiter, auch wenn wir noch im Abspann sind. So, jetzt können wir erstmal Just Cause 4 fertig. Porno, The Golden Country fertig. Haben wir noch Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins DLCs, Assassin's Creed Odyssey von den Story Games, die offen sind. Und Scorpi weiß, was sie jetzt machen wird. Medis nehmen und dann ins Bett gehen. Alles klar, Scorpi. Dann vielen Dank fürs Dabeisein. Gute Besserung. Schlaf schön, träum was Schönes. Komm morgen gut in die Woche, ne? Genieße deine 2 Urlaubstage. Generell, genießt alle morgen. Kommt morgen alle gut in die neue Woche, so rum. Und ja. So schnell wird die Liste nicht leer, Firefly. Das sehe ich hier gerade, zumal, ey, da ist ein fetter Bomber drin, Red Dead Redemption 2. Da werde ich wieder 100 Jahre für brauchen. Ich weiß das. Ist bei mir immer so. Ja, danke. Das werde ich morgen sowieso machen. Bin auch erst wieder Mittwoch wieder online. Alles klar, Scorpi. Dann bis Mittwoch. Sag, morgen gibt's hier. Verpasst du dann leider, Scorpi. Tut mir leid. Mario Kart Monday. So, sind sie jetzt bald durch? Ja. Morgen ins Reisebüro und danach auf Arbeit. Firefly, warum Reisebüro?
Ja, und dann sind wir hier am Ende. Dann würde ich an dieser Stelle aber schon mal sagen, ich verabschiede mich von der Seite von YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dürft ihr gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Sagt gerade ein paar Spiele genannt, da kommt noch ein bisschen was. Red Dead Redemption 2 steht noch auf dem Plan im Stream. Shadow of the Tomb Raider steht auf dem Plan. Nier Automata steht auch noch auf dem Plan, um mal nur drei Spiele zu nennen. Die DLCs von Assassin's Creed Origins sind noch offen und Assassin's Creed Odyssey haben wir auch schon angefangen im Stream. Da gab es aber technische Schwierigkeiten. Heißt, das wird auch alles noch so nach und nach hier auf dem Kanal kommen. Wenn ihr da informiert werden wollt, wenn es soweit ist, drückt auf Abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eventuell sogar... Ruhe. Könnt ihr eventuell ja sogar einen Daumen hoch da lassen. In diesem Sinne, guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr gerade schaut, und ich sage hiermit Tschüssi, ciao, ciao. Eventuell bis zum nächsten Mal. Hat der hier voll rein. Kontrolliere den Blizzard. Können wir jetzt auch. Kehre zu Iapa in der Region Quatschas zurück, um den Blizzard-Scan bei Bedarf zu aktivieren. Verwende den AR-Scan und folge dem Weg zur Konsole.